Ihr werdet vorbei an der Festungsinsel vor Al-Anfa gefahren und die Enterhaken werden von eurem Schiff gelöst. Es gibt einen kurzen Abschiedsgruß in Richtung von Diamantis und natürlich auch dem Steuermann, der dann einfach nur kurz per Grußhand entrichtet wird. Und ihr seid damit befreit. Die waffenstarrende Festung hat euch zweimal noch anvisiert, aber kein Schuss, der ertönt, auch wenn ihr die Banner der Zornbrechts auf der Festungsinsel noch erkennen könnt. Aber natürlich auch die Banner der Basaltfaust und man wird sich hier nichts herausnehmen, denn ihr seid ein zurzeit friedliches horasisches Handelsschiff. Und so seid ihr wieder in der goldenen Bucht und bereit, dorthin zu fahren, wo ihr mögt. Das Wetter ist gut, es gibt ein bisschen flauen Wind, der von der offenen See zu euch in die Segel streift, sodass ihr dann so ein bisschen gegen den Wind fahren müsstet oder so ein bisschen ja, anluven und euch natürlich so ein bisschen an der Küste entlang hangeln, wäre natürlich das Mittel der Wahl. Der Kurs wurde natürlich auch schon gesetzt. Natürlich mit einiger Diskussion mit eurem neuen Navigator. Ja, nervt er euch jetzt schon ein bisschen? Ihr seid euch nicht ganz sicher, ihr könnt seine Cthulhu-Art nicht ganz einordnen, aber er wird wohl, laut Hasswolf, das, was er tut, tut er gut. Und so spürt ihr den Wind wieder in euren Haaren wehen, das Salzwasser unter euch und die Gischt, die so ein bisschen über die Deckplanken rollt. Ihr seid frei. Was wollt ihr tun? Durchatmen. Erstmal. Nun, das haben wir fürs Erste hinter uns. Ich will nicht sagen, dass ich die Stadt vermissen werde. Es gibt zumindest keinen besseren Anblick, als über die Reling zu schauen und das weite offene Meer zu sehen. Nun, auch das sehe ich nicht gern, aber wir sind gezwungen. Nun, ja, irgendwie schon. Ich würde sagen, es war ein lohnender Besuch in mehr als einer Hinsicht. Aber ja, ich bin auch froh, wieder die offene See vor mir zu sehen. Jetzt ist die Frage, was wir in Charybdis genau wollen. Dieser Loyona ist ein Pirat. Ich würde ihm nicht trauen. Nun, drei Dinge, Captain. Zum Ersten, er könnte sich unserer Sache gewogen fühlen und sich uns anschließen. Ja, ihr habt recht. Wir sollten ihn nicht trauen, aber seine Männer und seine Schiffe können wir trotzdem nehmen. Zum Zweiten, wenn er ein Pirat ist, kennt er andere Piraten und kann uns vielleicht sagen, wer noch vertrauenswürdig sein könnte. Und zum Dritten, da er nur ein Pirat ist und andere Piraten kennt, hat er sicherlich Berührungspunkte auch mit den Gefolgsmännern des Darion Palingan gemacht und kann uns vielleicht mehr über sie verraten. Wo sie sind, wo wir sie finden können, wie sie denken und agieren und wo sie ihre Stützpunkte haben. Also quasi, um ihnen empfindliche Schläge zu versetzen. Ihr habt einmal gesagt, Jalan, dass ihr mit eurer Arche damals nicht so weit nach Süden konntet. Kann Paligan das denn? Denn die blutige See erstreckt sich ja noch nicht so weit. Wir haben es nicht versucht, da die allgemeine Annahme war, dass das Wasser hier unten zu rein sei, als dass die Arche es zu Unwasser verstoffwechseln könnte, was sie zum Agieren braucht. Da allerdings die Plagenbringer von Seeschlangen gezogen wird, da sie selbst sowieso viel zu schwer ist, um sich aus eigener Kraft fortzubewegen, bin ich nicht sicher, ob diese Einschränkung für ihn überhaupt gilt. Nun, sie kann vermutlich nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen in ja, reinem Wasser. Ich wäre nicht sicher, denn sie speichert ja ihr Unwasser und muss nur aus dem Wasser der blutigen See Neues ziehen. Wir hätten ebenso mit der Gezeitenspinne agieren können, wie wir gewollt hätten, nur wären wir hier nicht mehr herausgekommen. Ihr könnt sehen, wie sich eins der Schiffe von der Festungsinsel löst und auf euch zusteuert. Es hat ein quietschbuntes Segel gehisst und viele Zarflaggen, die in vielen verschiedenen unmöglichen Winkeln aus dem Schiff herausstechen. Hat das denn schon wieder? jemand Baraskana eingeladen? Ich ziehe Haben wir das. welche von unseren vergessen? Bei der Durchzählung waren alle da. Ja, sie schwenken in noch die mal, noch mal zum Regenbogenfahne. Verständnis. Wie groß ist das mehr so eine, ist das mehr so eine Schaluppe oder ist das schon ein richtiges Schiff? Es ist ein einmastiges Schiff mit, du guckst kurz an Bord, 20, 25 Leuten. Sie schwenken die Regenbogenfahne.
Hol mal jemand eine Zapfahne herbei. Haben wir eine? Irgendwo müsste sicherlich eine sein. Wir haben eine Menge Fahnen. Schwenkt doch eine zurück. Ulamin schaut misstrauisch Diamantes an. Denkt nicht mal dran. Ja, keine Sorge, Gefahr geht von denen nicht aus. Und ich würde noch niemals auf jemanden mit einer Zarflagge schießen. Ja, ihr könnt hören, wie jetzt Musik von dem Schiff erklingt und die Leute auch anfangen zu singen. Oh nein, ist das diese Musikertruppe? Ich weiß es nicht. Ihr könnt einen Zwergen erkennen, der sich vorne hingestellt hat und irgendwie auf einem großen Ball balanciert und einige Affen, die jonglieren. Masai, Kair, Sayidati, Visiatati, Kaif alaikum. Das tut Amidia? Ja. Was sagen sie? Ja, wie geht es euch? Hallo, schön euch zu sehen. Ich rufe zurück. Grüße, uns geht's gut. Das Leben ist schön, Bruder, Schwester. Wir sind keine Maraskaner. Leben ist trotzdem schön, auch nicht auf der Heiligen Insel. Dürfen wir an Bord kommen? Ich gucke Harry mir an. Ich schüttel den Kopf. Ja, kommt hoch! Was soll das? Die Musik wird lauter. Lebt vielleicht die Moral der Männer, Harry, mir. Das ist ein Zirkus. Wir sollten zumindest feststellen, was sie wollen. Vermutlich Geld verdienen. Ihr wisst schon, dass Ruhm uns auf den Fersen ist. Und dann schlage ich vor, ihr haltet die Augen offen. Kapitän, sollen wir sie abschießen? Nein, natürlich nicht. Sie fahren mit der Regenbogenflagge. Lass sie an Bord kommen. Merkt euch die Gesichter. Wer alles auf unser Bord kommt, dass auch später alle von denen wieder zurückgehen. Ja, neben euch könnt ihr erkennen, wie ein riesiges Karussell sich materialisiert. Es dreht sich und weitere Geräusche, die erklingen. Und dann könnt ihr sehen, wie sich einer an einem großen Seil zu euch hinüberschwingt. Er macht einige akrobatische Kunststücke und fällt dann ungefähr 2 Meter vor euch ins Wasser. Das sah sehr lustig aus. Er hat eine quietschbunte rote Nase auf seinem Gesicht. Die Matrosen lachen. Habe ich richtig verstanden? Materialisiert sich? Also Magie? Ja, das also schwebt einfach, als wäre es das Natürlichste der Welt, neben euch auf der Wasseroberfläche und dreht sich. Ist einfach nur ein Karussell. Da sitzen keine Leute drin, aber vielleicht könnte man ja rüberspringen. Achso, gib den Männern eine halbe Stunde ein Glas, um sich hieran zu amüsieren. Dann müssen wir weiter. Das ist kein Abenteuer. Die Männer können es brauchen. Und dann verziehe ich mich, denn ich brauche das gerade echt nicht. Ich weiß noch 2, 3 Dukaten gebissen an, die das Schiff, also rundum patrouillieren sollen. Nicht, dass es irgendeine Ablenkung ist, um ungesehene Taucher an Bord zu kommen lassen. Okay. Ich lasse sie so ein bisschen patrouillieren. Ja, der schwimmende Zirkus geht längsseits von euch und die reisende Gaukler-Truppe geht über Planken, die dann einfach drüber gelegt werden, an Bord. Vermutlich eher Leitern, oder? Wir haben 3 Decks. Ja, du bist dir nicht ganz sicher, wie sie es gemacht haben, aber ja, sie kommen auf alle Fälle an Bord. Teilweise natürlich dann auch mit irgendwelchen Seilen, die drüber geschwungen werden. Als Entermanöver gilt das wohl nicht, aber es wird wohl irgendwie funktionieren. Und sie gehen dann auch zum Kapitän. Wer ist der Kapitän? Hallo? Effendi? Ja, was wollt ihr? Wir brauchen Geld. Und dafür entert ihr unser Schiff, oder was? Aber wir machen Spaß, wir machen viel Spaß. Bezahl den Narr. Er drückt vor dir auf seine rote Nase und die quietscht ein bisschen. Piep, piep. Hongkong. Gut, ihr habt eine halbe Stunde das Zeit. Dann seid ihr verschwunden. Das klingt doch gut. Danke, Fendi. Geld? Ich werfe ihm einen Beutel mit 5 Dukaten zu. Oh, das ist gut. Eine halbe Stunde später. Die Planken werden wieder eingezogen und unter viel Trara und Tüdö, ihr habt noch einen kleinen Zirkusbären gesehen. Zum Glück ist Mira nicht da. Die ist immer noch mit Rafim eingeschlossen und von der Kajüte gibt es keine weiteren
Geschehnisse. Das Zirkusschiff entfernt sich wieder und legt wohl wieder an der Festungshafen an. Und so könnt ihr weiter segeln. Nach ungefähr 10 Minuten, die ihr wohl wieder Wind in den Segeln habt, auch wenn es noch nicht so richtig vorwärts geht, weil der Wind eben von vorne kommt, da kommt der erste von euren, da kommt der Mannschaftssprecher zu euch. Hey, Kapitän! Ja? Du kannst sehen, es ist Isma, aber hat eine Waffe. Das ist der Einzige, der wohl irgendwie eine Waffe bekommen hat und die er führen darf. Hat seiner Ballastrina da irgendwie so ein bisschen Larifari am Gürtel klemmen. Wir müssen umdrehen. Weshalb? Weil die uns beklaut haben. Arschlöcher. Dann seid ihr selber schuld. Warum habt ihr so auf euer Geld nicht aufgepasst? Warum habt ihr sie an Bord gelassen? Ist eure Schuld. Es ist nicht meine Schuld, wenn ihr nicht auf eure Geldbörsen aufpasst. Ja, aber wenn die hier im Deck rumtollen und schön und gut, dass die Dukatengardisten nach außen absichern, aber die sind zwischen uns rumgesprungen. Dann sollt ihr nächstes Mal ein offenes Auge haben für so etwas. Würfel mal eine Sinneschärfe bei mir. Tasten. Okay, Sekunde. Gleich merkt Abel mir, ihm wurde was geklaut, wir drehen um. Du merkst, dass dein eigener Geldbeutel auch fehlt. Okay, wie viel Geld war das? Ist egal. 50 Dukaten oder so. Captain, ihr seht konsterniert aus. Ihr solltet vielleicht eure Geldbörse prüfen. Nun, was glaubt ihr, warum ich unter Deck gegangen bin? Ich meine die am Körper. Oh, ich habe kein Geld am Körper. Nein, was glaubt ihr, warum ich unter Deck gegangen bin, bevor die Jungs hier rumgesprungen sind? Ich habe einen riesigen Sack mit Edelsteinen in meiner Kajüte und da ist Gornach drin. Ich gehe nicht davon aus, dass Gornach jemanden reingelassen hat. Also, sie haben Gornach mitgeklaut. Nun, Captain, wir können die Schaluppe zu Wasser lassen und die Jungs einholen. Das lohnt sich nicht. Auf dem Rückweg, wir kommen noch einmal her und dann werden wir uns um diese Halunken kümmern. Ich will, dass sie nicht umkehren, wegen 50 Goldstücken. Sicher doch. Wollt ihr mich verarschen? Ach, dann gebt mir extra Tagesgeld für die Männer ausgeben, ja? Gebt mir das. Wegen 50 Dukaten, Mann. Die haben mir 3 Silber geklaut. Und du stellst dich ja wegen 50 Dukaten. Ich will, dass wir umdrehen. Oder du gibst mir die 50 Dukaten. Wir segeln weiter. Scheiß Kapitän. Ja. Ich gehe ja wieder unter Deck und dann... Ja, okay. Statement. Ich werde jetzt garantiert nicht hier meutern wegen 50 Mäusen. Erstes Mal, wenn wir dieses einmastige Boot mit der Zarflagge sehen, schießen wir sie einfach vom Wasser. Achso, Zulamin, warst du zwischen den Leuten? Bestimmt. Nee, ich finde das eigentlich eher, ja, so aufgesetzte Witzigkeit ist, naja. Okay, war Diamantis dabei? Ich habe entschieden, mir fehlt mein Zigarrenetui. Mein Silber. Oh, verdammt. Mit deswegen den Zigarren drin. Ach klar, deswegen Zigarren. Müssen wir jetzt ein Porto Polygon anhalten, um neue mitzunehmen. Ja, ich habe nur eine ganze Kiste voll. Aber das Silber ja, ist also, das. Wenn ihr euch irgendwie unter ihnen irgendwie umgeben habt und sie waren halt lustig, ja, aber es ist wirklich aufgezwungen lustig, ne? So Zirkus, wer mag schon Zirkus? Aber ihr seid alle beklaut werden, und zwar jeder Einzelne. Gut, dann gib mir mal bitte einen Wurf auf der Zufallstabelle. Ich muss gerade gucken, das ist ein W20. Warte, einer oder jeder? Einer. Hab schon gewürfelt. Dann haben wir da schon die 16. 16. Gut, dann könnt ihr die nächsten 2 Stunden, 3 Stunden in Richtung eures Zieles segeln und die Sonne geht nach und nach unter. Seid ungefähr zur 19. Stunde dann abgelegt, dann noch irgendwie an der Festungsinsel vorbei. Und wie gesagt, es wird dunkler und dunkler, so dass ihr irgendwann in der Entfernung an einem der Strände ein Lagerfeuer erkennen könnt, was dort aufragt und größer wird. Soweit nicht unüblich, wenn ein Küstensegler Nachtruhe macht. Ich nehme mir trotzdem mal das Fernrohr herbei und schau mal durch. Sinneschärfe. Erstmal Schwert um 12 plus Dunkelheit, sei nochmal 4 Punkte und du kannst die Erschwernis abbauen mit deinem Fernrohr. Ich weiß nicht, wie viele Punkte diese Erschwernis, dieser Abbau gibt. Minus 7. 7, wenn es ein gutes ist. Okay, dann. Also, Captain, okay. Ich sehe da gar nichts, das ist viel zu finster. Ja, ich tue es mal her. Ich habe auch ein Fernrohr. Ich reiche das einfach der Reihe nach durch. Ja, na, dann würde ich mal
gerne durchgucken. Ich krieg ja nur die halbe Erschwernis wegen der Druckerarbeit. Ich hole sogar eine Kiste her, auf die du dich stellen kannst. Dankeschön. Voll nett. Und dem Zwerg eine Kiste. Ja. Und ein Bier. Ja. Mein Abel mir hätte dich einfach auf den Codex Albiricus gestellt, aber den haben wir gerade nicht hier. No. So, dann schauen wir doch mal. Sinneschärfe, nicht wahr? Da, das sieht nicht so gut aus. Ja, es ist ein Lagerfeuer und das ist ja dunkel. Diamantas, du kannst allerdings noch erkennen, dass ja jemand da wohl mit Steinen Hilf in den Sand geschrieben hat. Hilf? Hilf. Und das ist das ein E? Irgendjemand, vielleicht waren die Steine alle. Und wer das auch immer ist, scheint wohl Hilfe zu brauchen. Zumindest haben sie das mit Steinen in den Sand signalisiert. Nun, oder es können Strandpiraten sein, oder vorne ist ein Riff, auf das wir auflaufen, sobald wir drauf zuhalten. Nun, wir könnten in guter Entfernung bleiben, aber noch in Schussreichweite und ein Boot zu Wasser lassen. Ja. Reff die Segel! Lass den Anker raus und die Schaluppe zu Wasser! Jetzt schon! Das sind sicherlich noch ein paar Meilen. Warte, wir halten da nicht gerade drauf zu, die sind längs von uns, nicht wahr? Also ihr fahrt am Küstenstreifen entlang und das Feuer wird immer größer und größer. Ah, also gut, dann vielleicht sind es noch 10 Meilen, sag ich mal. Okay, sorry, nein, dann habe ich diesen Befehl natürlich nicht gegeben, denn das wäre, ich will auch keine 10 Meilen rudern. Ja, nee, natürlich nicht. Also ihr könnt dann die nächsten 9 Meilen noch auf das Zug halten und das Feuer wird größer und größer. Und mit dem Fernrohr können die anderen dann auch das Hülf erkennen. Ich komme an Deck, was ist hier los? Wie lange wollen wir... Jemand ruft um Hilfe. Es ist unsere göttergefährliche Pflicht, uns das zumindest anzusehen. Ja. Die konnten durchs Fernrohr nicht erkennen? Nicht mehr. Zumindest nicht, wie viele es sind. Nur, dass sie Hilfe benötigen. Wir machen gerade die Schaluppe. Wir bleiben an Waffenreichweite. Das könnten Strandpiraten sein. Ja, diese Leinwand habe ich auch erhoben. Schauen wir es uns doch einmal an. Und wenn es Strandpiraten sind, sind es sehr unglückliche Strandpiraten. Wir sind ein Kriegsschiff, wir sollten es mit Strandpiraten aufnehmen können. Ja, Diamantis, du kannst auch noch erkennen, wenn ihr weitergekommen seid, du kannst keine weiteren Personen dort am Strand erkennen. Auch niemand, der weiter irgendwie Steine besorgt. Das Lagerfeuer brennt aber ziemlich gut noch. Also das wurde wohl auch nicht von einer Person gelegt, sondern das ist schon gut groß. Ja, ich sortiere noch. Sorry. Das ist eigenartig. Wartet mal. Sobald wir zu Land gekommen sind, gebt mir noch einen Augenblick. Ich muss mir das näher anschauen. Denn da ist keine Menschenseele am Strand. Die werden doch am Feuer bleiben, wenn sie gerettet werden wollen. Vielleicht wollen sie jetzt sehen, wer da ankommt, um nicht von irgendwelchen Sklavenfängern eingesackt zu werden. Ja, das wäre eine durchaus denkbare Möglichkeit. Oder sie wurden von irgendwelchen Sklavenfängern eingesackt und verschleppt. Und wir sehen Schleifspuren und ähnliches. Ich suche jedenfalls noch 2 Dukatengardisten und 3 Matrosen raus, die uns begleiten werden. Und dann können wir ablegen. Ja, wenn wir so 500, so eine halbe Meile vor der Küste zum Stehen geblieben sind, würde ich die Küste und das Dschungelgebiet dann nochmal mit dem Fernglas näher absuchen, um zu schauen, vielleicht verstecken sich ja tatsächlich Piraten, die uns nur in den Hinterhalt locken wollen, wenn wir da ankommen. Ja, Sinneschärfe plus 18. Genau. Dschungelkundig hilft. Habe ich leider nicht, aber ich habe Meisterhandwerk und ich packe zusätzliche 6 ASP rein, um meinen Wert um 12 zu boosten. Ja, 6 im Vorfeld sind 12. Genau. Gibt die minus 7 fürs Fernrohr schon oder ist das in die 18 schon eingerechnet? Nein, das Fernrohr hilft, also das sind auch nochmal 7 Punkte. Okay. Sind die plus 18 in die Dunkelheit schon eingerechnet? Ja, das ist alles. Also das ist ja der Dschungel als Tarnung mit drin, also deswegen kannst du die Tarnung auch wieder abbauen und so weiter. Also. Die 12 Punkte wurden da nicht mit drauf gerechnet. Ich hatte dann insgesamt 13 Punkte übrig. 13? 4 plus 12 hast du gesagt, ne? Ja, plus 12. Also Fertigkeiten, genau. Maximal Fertigkeitspunkte. Okay, Diamantas starrt durch das Fernrohr, konzentriert sich und Boltax hat so ein bisschen das Gefühl, dass seine Augen aufleuchten. Seht ihr etwas, Diamantis? Da sind... Ja, ich erkenne etwas. Da sind Blutspuren im Strand. Da scheint wohl ein Kampf gegangen zu sein. Und sind das Köpfe? Voltax, ich glaube, das... Kleine Köpfe, sind das Zwergenköpfe? Nein, warte, Moment.
Das sind diese Schrumpfköpfe der Mohas. Ich zähle 6, 7, ganze 10 kleine Schrumpfköpfe, die dort rumliegen. Also, was da auch immer war, kann sein, dass es tot ist. Nun, dann ist das hier jetzt ein Rettungseinsatz geworden. Ja. Hör die Sache an. Und ein großes Ruderboot, es ist abgetarnt. Ich glaube, wer auch immer da gerettet worden, sich retten lassen wollte, wurde von den Mohas erwischt. Nun, wir werden gleich sehen. Ja, genau. Dann gebt noch mal eine Bootefahrenprobe, jetzt wo ihr auf euch alleine gestellt seid. Wir haben 2 Matrosen an Bord. Gut, ihr habt recht, dann würfeln die. Nee, ich übernehme das Rudern mit. Ich lege gerne Sachen ungerne an andere Hände. Es gibt mehr Ruder, als du Hände hast, also ich bin mir sicher, das geht schon. Ja, ihr habt auf alle Fälle Ruder mitgenommen, aber ihr habt trotzdem Ja. Aber die Qualität werden sie schaffen. Und nach kurzer Zeit könnt ihr an beliebiger Strandstelle anlanden, entweder nicht an der Lichtung oder aber direkt an der Lichtung, das ist euch überlassen. Die Strömung hier ist gut stark, es gibt hier keine Riffe. Also ich denke, wir legen neben dem abgetanen Boot an, weil wir wissen, dass man da ungestört landen kann, also ohne Unfälle. Also ihr Diamantis hat Schleifspuren von dem Boot zuordnen können, die wurden wohl aber wieder mit Palmenfächern zugesandet und das Boot selber liegt im Urwald, im Dschungel. Ja klar, aber wenn die da gelandet sind, können wir uns sicher sein, dass zumindest dort direkt am Ufer keine Fallen im Sand sind. Ja, okay. Also Diamantis hat die Stelle erkannt und so könnt ihr dort anlanden. Wie gesagt, neben euch gibt es kein Boot. Das befindet sich dann irgendwo, ich würde sagen, 10 Meter weiter hinter euch in Blättergewirr. Und mittlerweile könnt ihr es auch erkennen. Es sieht tatsächlich aus wie Zwergenköpfe, aber Diamantis sagte irgendwas von Schrumpfköpfen. Habt ihr so noch nicht allzu oft gesehen. Vielleicht mal im Patriarchentempel. Es sieht gruselig aus, wie kleine, nein, Apfelsinen nicht, aber sie sind wesentlich kleiner und hängen dort vertrocknet und ledrig im Wind und schwanken ein bisschen. Aber mir, Voltax, sprecht mit mir. Ist die Hexerei am Spiel? Möglich. Nein, ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Ist eine ganze Weile her. Die müssen auf jeden Fall schon älter sein, oder? Sonst wären sie doch nicht so vertrocknet. Nein, das ist eine. Ich weiß nicht, wie sie es anstellen, aber. Würfelanatomie. Dann verrate ich dir, wie man Schrumpfköpfe macht. So genau wollen wir das, glaube ich, gar nicht wissen. Du schneidest hinten am Schädel die Haut so weit auf, dass du die Gesichtshaut über den Kopf abziehen kannst. Und dann nähst du das Ganze wieder zu. Dadurch hast du keinen Schädelknochen mehr und der Kopf fällt von alleine ein. Es ist also nur noch die Haut. Ja, ich hatte recht, ich wollte es nicht wissen. Ich beschreibe wie ausführlich, wie man solche Sachen herstellt und wie man sie weiter bearbeitet. Wird so klein werden. Aber mir, das ist höchst interessant, aber ist das jetzt Magie oder nicht? Nein, es ist nun eine abschreckende Maßnahme, wahrscheinlich für andere Dschungelstämme. Nun, ich glaube, ich hätte gut ohne die Details leben können. Ja. Ich würfel mal auf Selbstbeherrschung, um meine Neugier erschwert. Ich dirigiere erstmal die Mitgebrachten, dass sie doch auf das Boot aufpassen sollen. Ja, vermutlich von alleine, weil sie keinen Bock haben, hier reinzulatschen. Ich beherrsche mich selbst und fingere die Schrumpfköpfe nicht an. Das ist unheilige Magie. Wir sollten so schnell wie möglich hier weg. Ist das jetzt doch Magie? Erwartet. Aber ja, jeder weiß, dass Schrumpfköpfe verflucht sind. Mohas sind böse. Moment. Das ist keine Magie im Spiel. Ich schaue mir das Ganze an und dann entscheiden wir. Ich bin erster Bord, Magus. Ah, ihr könnt auf mein Urteil vertrauen. Ja, und dann mache ich nur dem auf einen der Schrumpfköpfe. Ich lasse mir selbstverständlich Zeit. Auf einen oder auf alle? Er hat gesagt auf einen. Auf einen, ja. Also der vor mir ist. Gut.